Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir den Eistempel beendet und ich habe mal offscreen rausgesucht, wo denn die Goronen-Rennbahn ist. Denn hier können wir jetzt erstmal schön das Rennen machen. Das hatten wir auch vor und ich habe auch nochmal rausgesucht, wo wir die Gypto-Maske herbekommen. Beziehungsweise Zeldas Wiegenlied, ne? Das war ja unser eigentlicher Plan. Genau. Und wir haben ja jetzt im letzten Part das Lied der Befreiung erlernt. Demnach können wir da richtig loslegen. So, aber erstmal gewinnen wir das Goronenrennen, würde ich sagen. Und, voll geil mit der Kakariko-Musik schon wieder, ne? Oh, gut, Windwaker. Nee, Phantom Hourglass. Let's go. So, Goronenrennen ist immer so eine Sache. Das kann problematisch werden. Ich darf hier keinen vorbeilassen, ne, von den Jungs. Mann, ich habe keinen Mana bekommen. Das ist auch ein Problem. Ich muss auf jeden Fall immer Mana mitnehmen, weil ich habe nur so eine kleine Anzeige. Miau. Aber ich muss auch irgendwie gucken, dass ich die hier einhole. Guck mal, der da. Na gut, der kickt sich vielleicht selber raus. Guck mal, zack. Und dann nehmen wir Mana mit. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie immer Erster bleiben. Ich weiß gar nicht, ist es klug immer... Ah, okay, der hat jetzt ein bisschen Schub bekommen, ne? Dadurch, dass er da oben lang gerollt ist. Okay, ich muss, glaube ich, immer schön rechts außen bleiben. Den kürzesten Weg quasi nehmen. Ne, 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 ne. Geh weg, Kumpel. Das ist mein Sieg. Geh weg. So, nochmal Mana mitgenommen. Und da haben wir es auch schon geschafft. Okay, cool. Ja, das war noch eine gute Runde. Schön, freut mich. Da haben wir das gleich zu Beginn geschafft hier. Das war super. Du hast den ersten Platz und hier ist dein Preis. Oh. Kleiner Schlüssel für den Geistertempel. Ja, geilo. Nehmen wir doch mit. Zack. Schön. War auf jeden Fall was Wichtiges, ne? Kleiner Schlüssel für den Geistertempel. Kann potenziell bedeuten, dass wir da ein neues Item bekommen könnten. So, jetzt gehen wir zur Gypto-Maske. Ich verwandle mich mal kurz zurück. Und ich glaube, es wäre besser gewesen. Ach komm, ich gehe schnell als Sora lang. Das ist, glaube ich, der effektivere Weg. So. Die Gypto-Maske. Beziehungsweise, ihr wisst ja, die Gypto-Maske ist normalerweise bei dem kleinen Mädchen in Ikana zusammen mit ihrem Papa. Und das war auf der Lon Lon Ranch. Dort habe ich bereits, wenn ich mich nicht allzu sehr irre, offscreen auch schon den Felsen weggesprengt, damit wir da jetzt direkt hingehen können. Oder ich habe ein Pulverfass dabei. Eins von beiden habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe nämlich schön vorbereitet. Und ich habe mir auch eine Liste geschrieben, was wir jetzt alles machen können. Ja, ich bin gut vorbereitet heute. Ich glaube, ich habe das Ding schon weggesprengt. Genau. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das auch noch heute. Geil. Sehr, sehr schön. Das freut mich. So, Romani Ranch. Let's go. So, Romani, die trainiert hier fleißig. Wir brauchen das nicht. War es hier? Ich glaube hier, weil hier steht Epona. Ich hatte das nämlich nochmal kontrolliert, ob das auch stimmt, aber ich glaube, hier müsste es drin sein, oder? Ne, hier war die Fee drin, okay. Alles klar, nehmen alles zurück. Dann war es hier. So. Ne, da haben wir hier gleich zwei große Punkte abgearbeitet. Und jetzt sind wir schön im Musikhaus drinne. Spirit Tracks. Zelda Escape. Ne, Escape. So, wir spielen das Lied der Befreiung. Ne, warte mal. Wie war denn das Lied der Befreiung, Leute? Ich hab's lange nicht gespielt. Ich glaube so... Genau. Okay. Ja, das war's nicht. Geil. Also, das eine Lied und das andere Lied verbunden ist die Bossa Nova. Bossa Nova. Whatever.
So, Leute. Da ist es. Zeldas Wiegenlied. Das Lied, was wir so lange gesucht haben. Warum ist denn das eigentlich rot? Das war noch nie vorher rot, oder? Zeldas Wiegenlied war noch nie rot. Ja gut, das hat man so auch noch nie gesehen. Aber wir haben es endlich, Leute. Dieses Lied eröffnet uns so viele Punkte und er ist halt einfach durch Geisterhand verschwunden. Auch mega witzig. Ist auch so cool, ne, was die da alles reingepackt hat. Halt so ein Wischmob, falls er rumsappert. Keine Ahnung, kann er selber sauber machen. Voll die Bannsiegel, schalldicht, isoliert alles. Und halt ein kleiner Teddy, der auch mumifiziert ist. Ach, das ist so süß. Das ist so detailreich und so süß. Ich find's immer wieder cool. Und die hat halt auch scheinbar so richtig studiert, ne? Was ist denn das? Okay. Ja, hat halt so richtig studiert, wahrscheinlich, wie sie den befreien kann und so. Ist so lustig. Es ist so cool. Ja, so tiefgründig. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's, glaube ich, von Majora's Mask erstmal. Jetzt geht's zurück nach Ocarina of Time. Ja. Wir porten uns einfach direkt, oder? Ja. Ich gehe mal direkt mit der Nocturne der Schatten rüber nach Ocarina of Time. Ich muss nur noch mal ganz kurz überlegen. So, zack. So, ein Schluck Kaffee. Weil jetzt kommen wir hier direkt ins Königsgrab rein. Und ich habe eine Vermutung, was hier drin ist. Ich habe eine Vermutung. Ich denke nämlich, dass hier vielleicht der letzte Stein von Majora's Mask drin ist. Wo wir eigentlich das Zeldas Wiegenlied, das Goron-Schlaflied vorspielen müssen. Nee, ist es nicht, okay. Ich hätte es erwartet, aber ist es leider nicht. Schade. Okay, wir haben viel Kohle. Na komm. Ich hoffe, es war kein Fehler. Zack. Noch eins. Alter, 415. Okay. Ich dachte, ich habe das mit den Geldsorgen jetzt langsam überwunden. Und da hier ist useless. Okay, hier muss ich noch ein Herzteil kaufen. Ja, aber wo ist denn dieser letzte Stein, ne? Diese Schlummersteine, also diese Steine, diese Zeitsteine, wo wir das Schlummerlied vorspielen müssen. Irgendwo haben wir noch einen übersehen. Also ich habe jetzt drei, wo ich wüsste, wo die sind. Die sind alle so in den verlorenen Wäldern versteckelt. Und einer fehlt mir so ein bisschen. Das ist halt merkwürdig. Naja. Gut. Ich würde sagen, dann als nächstes können wir den Brunnen machen. Das passt auch gerade sehr gut. Alter, mit dem Begronenschwert, ne? Der Hirnsauger, der hat einfach keine Chance mehr. Den baller ich jetzt weg. Hier holen wir uns jetzt die letzten Schätze noch raus. Wir hatten hier auch nochmal eine Triforce-Kiste auf dem Boden stehen, da erinnere ich mich dran. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall was Schönes. So. Ich glaube, ich klatsche den hier noch schnell weg. Hi. Ciao. So, und jetzt lassen wir erstmal das Wasser raus. Würde ich sagen. Ach, ist so schön. Zeldas Wiegenlied ist am Start, Alter. Zeldas Wiegenlied seit nach so langer Zeit. Ich habe auch irgendwo nochmal aufgeschrieben gehabt. Ich weiß gar nicht wo. Ich guck gerade mal. Irgendwo hatte ich mir mal eine Liste gemacht, wo was ist. Hier war es aber nicht. Tja, da muss ich nochmal gucken. Weil wir haben jetzt auch Zugriff auf die ganzen Feenquellen. Aua. Ne, ich will nichts anvisieren. Ich will hier rein. So, hier gibt es nämlich die erste Schatzkiste. Richtig geil. Ah, Letter von Mama. Boah, der muss im Briefkasten einfach, ne? Glaube ich.
Beziehungsweise wir haben glaube ich zwei Optionen. Einmal Briefkasten und einmal... Ach, Letter to Mama. Einmal Briefkasten und einmal... Ah, wie war denn das? Ich muss mich da nochmal belesen, Leute. Weil da gibt es glaube ich zwei Sachen zu bekommen. Achso, es gibt auch nochmal Letter to Carfi. Na gut, aber wir haben bald alles voll. Theoretisch können wir bald die Quest machen. Wenn wir noch den Enterhaken haben und die... Boah, heißt die Goron-Maske? Oder wie heißt die? Warte mal. Ich guck mal kurz. Goro. Garo. Garo-Maske. Genau. Wenn wir das dann haben, dann können wir das, glaube ich, komplett abschließen. Enterhaken und Garo-Maske. So, warte mal. Hier ist auch noch irgendwas. Ich hole erstmal kurz das hier raus. Ich glaube, es ist hier einfach auf der anderen Seite. Kann das sein? Nee, es muss da irgendwo sein. Ah, es ist unsichtbar. Bestimmt unsichtbar. Okay, holen wir uns gleich. Aber erstmal hauen wir unseren Kumpel hier weg. So, let's go. Papa. Hallo. Guck mal, was ich hab. Natürlich hat er nicht getriggert. Los jetzt aber. Ganz schön was aus, ne? Krass. Na gut. Ich hole jetzt gleich nochmal das Auge der Wahrheit raus. Was ist das für eine Kiste? Ist das Herzchenkiste? Okay. Schönes Herzteil für Majora's Mask wieder. Achso, wir haben schon hier irgendwo. Da ist noch eins. Okay, cool. Aber kriegen wir noch ein bisschen Healing. Ist doch schön. Nochmal Majora's Mask. Alter, wir feeden uns richtig schön hoch. Obwohl das in Majora's Mask eh alles egal ist, weil wir haben da, glaube ich, schon alles erreicht, was wir wollen von der Stärke her. Da kann uns keiner mehr das Wasser bieten. Hey, aber jetzt war die Kiste eben auch schon da? Ich bin verwirrt. Okay, damit müsste der Brunnen... Ah, der Deku-Schild mal wieder. Cool. Damit müsste der Brunnen abgeschlossen sein, liebe Leute. Ja. Brunnen ist erledigt. Sorry. Perfekt. Da freue ich mich. Hi. Babi, babi, bu. Okay. Schön. Da haben wir doch wieder einen chlorreichen Schritt gemacht. Hier müssen wir nie wieder rein. Ist das nicht toll? Ich find's toll. Wartet mal kurz. Als Erwachsener hatte ich doch keine Hoverboots, oder? Ich bin super verwirrt gerade. Na gut, egal. So, gut Leute, es geht weiter. Ich würde sagen, Froschchor können wir als nächstes machen. Bam, Alter. Liegt ja auch fast auf dem Weg. Genau, Froschchor. Hab gerade nochmal kurz auf meine Liste geguckt, aber das ist das, was noch Sinn ergibt. Und dann halt die ganzen Feenquellen. Wenn ich mich daran erinnere, wo die alle waren. Also, wir hatten im Kokiri-Wald auf jeden Fall welche. In der Wüste hat man welche. Ich glaube... Ah, wir können ja jetzt auch in Soras Domain. Ach, easy, Alter. Als Erwachsener meine ich halt, ne? Das heißt, wir können jetzt die Eishöhle machen. Wir können auf den Grund des Sees runter. Oh ja. Ja, ich würde sagen, das machen wir dann auch.
Oh ja, oh ja. Da habe ich auch Bock drauf. Ja, Zeldas Wiegenlieder öffnet einfach so viele Wege und Möglichkeiten. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, warum ich die Hoverboots habe, ganz ehrlich. I don't know. Aber ist ja mega busted als Kind. Guck mal, wie ich abgehe. Krass. Okay. Ich glaube, es ist auch das letzte Lied, was noch fehlt, oder? Ich weiß es nicht. Ne, da fehlen noch ein paar. Aber ist nicht schlimm, wir brauchen eh Geld. Okay. Rubine. So. Ich habe keine Ahnung. Song of Storm hat man, glaube ich, schon mal gespielt, ne? Das ist so ein Kernsong. Da kriegt man, glaube ich, auch ein Item normalerweise. Wahrscheinlich hat man den schon. Ja, aber man kriegt trotzdem 5 Rubine. Wahnsinn. So. Eponas Lied. Da da do di dum. Okay, hat man noch nicht. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen nochmal einen Fuffi. Noch keine Ahnung. Der vielleicht? Du, du, die, dai. Und dann kommt gleich das große Geplänkel. Aha, perfekt. So, jetzt kommt das Eklige. Okay, das ist A, oder was? Normalerweise ist es immer dasselbe, ne? Shit, okay. Ja, das wird jetzt wieder 20 Mal versuchen. Ah, kacke. Okay. Du, 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 du. Oh. Ja. Nein! Jetzt habe ich mich um eine Taste verdrückt. Gleich haben wir es, Leute. Nein, schon wieder. Oh, jetzt war ich zu langsam am Ende. Es ist unglaublich. Nein! Ah! Leute, es ist noch zu früh dafür. Wahnsinn. Ja. Okay. Komm, Konzentration. Ja, das war die Konzentration, die ich brauchte. Okay, wir haben's. Eigentlich so easy. So. Sonate des Erwachens. Das ist gut. Das ist sehr gut. Alter, ja. Guck mal. Das können wir jetzt hier komplett... Die können wir komplett abschließen. Oh, nice. Und wir können damit doch auch in Kombination mit dem hier, mit dem Captain Head, können wir den Typen aufwecken, ne? Das heißt, da können wir auch nochmal hingehen. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Das bedeutet, da vorne können wir ja direkt dahin eigentlich, ne? Zu dem Friedhof in Ikana. Da könnte ich das direkt mal machen. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Bisschen Zeit haben wir ja noch. So.
Und dann kann ich mich einfach wieder zurück teleportieren. Und dann haben wir das. Geil. Okay, rein da. Let's go. Hier haben wir ja auch schon soweit alles erledigt. Das mit Dampe hat man hier auch schon gemacht. Da haben wir ja auch nur die Kiste mit den Skooties bekommen, soweit ich weiß. So, ich guck mal, ob das klappt. Theoretisch ist das ja dann nur so ein... Ich kämpfe mit dem Pfeil und ich schlage mit dem Schwert. Irgendwie so ist das, ne? Genau. Ansonsten brauchen wir jetzt noch die Maske. Ja, da muss ich jetzt die Hasenohren kurz abnehmen. Und dann muss ich einmal gucken, wie das Lied geht. Beziehungsweise... Ich hätte die Maske aufsetzen müssen, oder? Ups. Ne, klappt auch so. Alles klar. Oder kriegt man den dann erst? Man kriegt den Kopf dann erst, ne, von ihm. Glaube ich. Ja, Schimmer. Wir haben Zeit, Kumpel. Komm her. Sagen wir dann hin. So, erledigt. Easy. Haha, warte, das ist mein Untergang. Okay, ja, dann haben wir das auch schon, aber da ist ja nur ein Schlüssel drin. Komme ich da ohne Enterhaken rüber? Kann problematisch werden, ha? Huh? Da ist ein Schlüssel drin auf jeden Fall. Wird das was? Jo, okay, cool, das geht. Ja, cool, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann ist der Friedhof jetzt, glaube ich, komplett abgeschlossen. Und das ist der 7. Schlüssel für ein Feuertempel. Einer fehlt noch. Cool, aber einen Boss könnte man theoretisch machen, glaube ich. So, dann würde ich sagen, direkt wieder rüber zu Ocarina of Time. Und wir gehen mal in den Wald rein. Hätte ich gesagt. Aber dann machen wir im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Gerne liken, kommentieren und wieder einschalten zum Randomizer. Tschüssi, Leute.